Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder reinschaut. Bevor wir uns das Thema von heute anschauen, da möchte ich euch allen ganz herzlich den Online-Gottesdienst vom nächsten Sonntag ans Herz legen. Am Sonntag, dem 28. Juni, findet der letzte gemeinsame Gottesdienst des Corona-Gemeindeverbunds statt. Also wir haben 6 Gemeinden haben uns zusammengetan in dieser Corona-Zeit und haben miteinander Online-Gottesdienste produziert und der letzte ist eben nächsten Sonntag. Das heißt nicht, dass wir überhaupt nichts mehr gemeinsam machen, aber durch die Lockerungen sind jetzt auch Gottesdienste vor Ort wieder möglich. Hier in Rostal werden wir auf jeden Fall einen Livestream des Gottesdienstes haben, also auch so eine Art Online-Gottesdienst, aber eben nicht mehr so wie bisher in diesem Online-Gemeindeverbund. Also lade ich herzlich ein, schaut rein am nächsten Sonntag, da gibt es eine schöne Abschiedsfeier in diesem Gottesdienst. Ja, aber nun zum heutigen Thema. Das ist kurz, aber ganz wichtig. Und da geht es um einen sehr berühmten Vers aus der Bergpredigt. Und den möchte ich euch heute vorlesen. Da sagt Jesus nämlich Folgendes. Was siehst du den Splitter in deines Bruders Auge? Aber den Balken im eigenen Auge nimmst du nicht wahr? Wie kannst du sagen zu deinem Bruder, halt still, Bruder, ich will dir den Splitter aus dem Auge ziehen. Und du siehst selbst nicht den Balken in deinem Auge. Du Heuchler! Zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, danach kannst du sehen und den Splitter aus deines Bruders Auge ziehen. Das ist eine interessante Sache mit dem Splitter im Auge vom Nächsten. Der ist oft kaum zu übersehen und man fühlt sich irgendwie gedrängt, doch noch was zu sagen. Also ihr versteht sicherlich, was ich meine, wenn andere Menschen problematisch sind oder irgendwelche Fehler machen, die eindeutig sind und wir eigentlich so gern eingreifen würden und sehen und zeigen würden, dass wir erkannt haben, dass das falsch ist. Thomas Braun, der Pfarrer in Kornburg, der hat mir mal ein schönes Lied gezeigt auf Fränkisch, das diese Situation ein bisschen beleuchtet. Und dieses Lied möchte ich euch jetzt zeigen, beziehungsweise ihr könnt es euch jetzt anhören. So ein fetten Arsch, so enge Hosen erziehen, schau ne hin. Und der erst, der bubbelt in der Nase, also nah. Und dann frisst das nur die Sau, also nah, schau ne hin. Schau ne hin, 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 sein Gartenhaus mit einer Flasche Schnaps, also na, schau ne hin. Und der erst schifft immer an sein Zwetschgebaum am hellerlichten Tag, also sauber, also na, schau ne hin. Schau ne hin, 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 schau ne hin. Ist doch ein Geigenlehrer. Wer weiß, was die da treiben? Schau ne hin. Und der erst, der wäscht fein nie sein Auto, siehst den Dreck an sein Schutzblech, also na, schau ne hin. 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 Rennt in die Kirche mit ihrem Gesangbuch, die tut immer so heilig, schau ne hin. Und der erst, der hat Ratzen in seinem Garten, das ist ja ein grüner, also na, schau ne hin. Schau ne hin, 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 schau ne hin. Schau ne hin.
geht wie ein anlackierter Arme. Da blättert ja der Putz. Schau ne hi, schau ne hi, schau ne hi. Aber schau schnell wieder weg, die brauchen's ja nicht merken. Schau ne hi. Obacht, jetzt kommen's. Grüß Gott, ein schönes Wetter haben wir heute. Ein schöner Tag, noch eine Nacht. Schau ne hi, schau ne hi, schau ne hi, schau ne hi. Ja, eigentlich empört uns das Verhalten von dieser Person, oder? Immer nur auf andere zeigen, das geht doch nicht. Aber ich wette, bei euch ist so bei manchen Punkten der Gedanke gekommen, ma, da hat er aber recht, ne? Der eine, der pinkelt am helllichten Tag an seinen Kirschbaum, das ist doch nicht richtig, das macht man doch nicht. Und die Art, wie sich so manche Mädels mit Schminke, mit der Schminke übertreiben, das geht doch auch nicht. Das sehen wir doch auch. Irgendwie gibt uns dieses Lästern, obwohl wir dieses Wort nicht mögen, wir reden da lieber von Hinweise geben oder Menschen korrigieren oder konstruktiv kritisieren, aber irgendwie gibt uns das ein gutes Gefühl. Man ist so eine Art Richter. Man wägt ab und merkt, dass andere sich nicht ganz richtig verhalten. Jetzt hat der Club schon wieder verloren, ne? Und gleich 6-0. Solche Versager. Wir brauchen einen neuen Trainer, wir brauchen einen neuen Sportdirektor, wir brauchen neue Spieler. Das ist leicht gesagt. Und beim Lästern ist ja irgendwie auch ein Fünkchen Wahrheit mit drinnen. Und trotzdem gibt uns Jesus hier eine wichtige Lektion. Und eigentlich hat Jesus da schon recht. Weil wenn ich jetzt mein Leben anschaue, manchmal rege ich mich schon über Kleinigkeiten auf. Aber wenn ich ehrlich bin, schieße ich ja selber auch so manchen Bock ab. Letztendlich ist es wie immer bei Jesus so, dass es etwas mit Liebe zu tun hat. Auch mit Selbstannahme. Es geht darum, ob ich verstehe und annehmen kann, dass andere mich akzeptieren und lieben. Und am Verhalten von Jesus zu den Menschen, da können wir spüren, dass Jesus diese Menschen auch lieb hat. Und diese Liebe, die gilt bis heute für alle Menschen. Ein schönes Bild, finde ich, das uns zugesprochen wird, ist, wenn die Rede in der Bibel ist, dass wir Gottes Kinder sind. Ich bin ein Kind. Ja, ich war mal auch ein Kind. Und als ich ein Kind war, kann ich mich gut erinnern, dass da immer mal wieder was schiefgelaufen ist. Dass ich ausgelacht wurde. Weil ich irgendwas nicht so gut konnte wie die anderen. Das war für mich ganz schlimm, als ich mal mit von meinen Eltern in einen Fußballverein gesteckt wurde. Und ich immer der Letzte war, der gewählt wurde für die Fußballmannschaften. Ich war nicht wirklich schlecht im Fußball, aber ich war der Schlechteste in dem Verein. Und es war immer für mich so frustrierend. Und ich kann mich an eine Situation erinnern. Da war ich aufgestellt im Spiel und dann hat man zu mir gesagt, ja, du geh vorne stören. Also nicht einmal geh vorne Tor schießen, sondern geh vorne stören, hier hinten braucht man dich nicht. Und irgendwann bekam ich tatsächlich den Ball und ging geradeaus aufs Tor und hatte den Ball kontrolliert und nur noch der Torwart war vor mir. Und da dachte ich, jetzt kann ich es allen zeigen. Und dann kommt der Torwart raus und mir entgegen und sagt, du hast keine Chance, du kommst eh nicht an mir vorbei. Und das hat mich so verunsichert, dass ich dann tatsächlich daneben geschossen habe. Es ist frustrierend, wenn über einen hergezogen wird, wenn über einen was Schlechtes gesagt wird. Das tut weh und es hat mir weh getan als Kind. Ich weiß, ich war damals noch viel empfindlicher und auch empfindsamer als heute. Und da tat es mir auch gut, dass ich Freunde hatte, die zu mir gehalten haben. Oder Eltern, die mich in den Arm genommen haben und gesagt haben, hey, das ist in Ordnung, du bist mein Kind und ich hab dich lieb. Das ist sowas Wunderbares. Und es ist so großartig, wenn wir wissen, dass wir geliebt sind. Wie ein Kind von seinen Eltern. Jesus geht dann noch weiter. In Johannes 13 sagt er, so gebe ich euch nun ein neues Gebot. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe, sollt ihr einander lieben. Jesus gibt ein neues Gebot. Im Alten Testament gibt es alte Gebote. Da steht zum Beispiel Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und ein bisschen später steht da, liebet eure Nächsten wie euch selbst. Das ist schon besser, aber auch nicht leicht, ne? Den Nächsten so lieben, wie man sich selbst liebt. Wir sollen andere so behandeln, wie wir selbst behandelt werden wollen. Das hören wir auch heute immer wieder viel, dass man das tun soll. Behandle andere
andere so, wie du selbst behandelt werden willst. Jesus geht aber weiter, er sagt, ich gebe euch ein neues Gebot, ganz neu. Liebt einander so, wie ich euch geliebt habe. Wir sollen die anderen so behandeln, wie Jesus sie liebt. Und das ist nochmal eine Stufe weiter. Und da ist die Sache mit dem Stachel im Auge des Nächsten doch auch ganz anders zu sehen. Wenn uns bewusst wird, dass alle Menschen und jeder Mensch von Gott unendlich geliebt wird, dann werden wir auch anders über diese Person reden. Leicht ist es natürlich dadurch nicht. Es wird nicht viel leichter, nur weil wir wissen, dass Gott die Menschen liebt. Aber es ist ein Ziel, das sich lohnt und wo es sich lohnt, daran festzuhalten. Daran will ich festhalten. Ich will mich da drin üben. Und ich hoffe, du willst es auch.